Es fühlt sich halt schon fast gleich an, ne? Wie gesagt. Und das ist halt nicht mal Odyssey. Oh, scheiße, der Cerberus. Okay, Leute. Jetzt testen wir, ob wir schneller als der Cerberus sind. Wenn der kommt. Ich glaube, er kommt nicht. Oh, scheiße. Er ist das Skelett. Aua. No! Wir sind nicht schneller als der Cerberus. Der Cerberus ist immer noch OP. Auf jeden Fall können wir Schattenläufer killen. Das ist schon mal etwas. Schattenläufer sind auch krass. Ja, wie kommen wir da jetzt rein, wenn der Cerberus da ist? Okay, wir können ihn anlocken und dass er ein Viech frisst. Dann könnten wir reingehen. In der Theorie. Jetzt komm schon. So. Aber Junge, dein Geschrei gestern war richtig Zucker, die Minze. Junge. Schon crazy, ne? Ich hab mich zu Todes erschrocken, ey. Zu Todes. Ich habe mir nichts dabei gedacht. Ich bin komplett, ich bin ganz normal rausgeflogen. Also ganz normal war es jetzt nicht, aber ich bin rausgeflogen aus dem Raumschiff und auf einmal ist so ein Riesenviech vor meiner Fresse. Einfach so, with no ground, so. Keine Ahnung. In der Ruhe ist der Cerberus leichter als ein Schattenläufer für mich. Hier ist der Cerberus. Also, der Cerberus fühlt sich der stärkste Tier von allen an. Ich schwöre. Irgendwie ist es der krasseste Monster von allen. Der hat dich in einer Sekunde tot, wenn der mal loslegt und du kannst ihn gefühlt gar nicht hitten. Weil wenn du ihn hittest, dann bist du schon tot gefühlt. Also, ich weiß nicht. Ich kann den noch nicht lesen. Wenn ich den lesen könnte, dann wäre es vielleicht einfacher. Aber ich kann den einfach nicht lesen. Für die paar Blutlinien kriege ich down. Oder Hornissen. Boah, guter Damage, Alter. Guter Damage. Alter, wie riesig ist eigentlich dieser Wald noch? Ah, okay, da hinten geht es am Maximum. Junge. Oh, fuck, no. Okay. Shit, dude, shit. That was not good. Okay. Scheiße, Mann. Ich bin verbuggt. Ich bin verbuggt. Okay. Ich habe mich wieder entbuggt. No. No. Hey. Das haben aber die Elite-Orks nicht gemacht. Was war das denn, Alter? Was war das denn? Oh. Schwarzer Wolf ist immer gut. Ich hoffe nicht 10.000. Okay, da sind 10.000 wieder. Muss wieder die Strat machen, dass ich die mitlocke. Okay, warte. Muss ein bisschen wegrennen. Gar nicht den Cerberus irgendwie. Oh, scheiße. Nicht. Nein, nein, Mann. Genau das wollte ich nicht dadurch erreichen. Bloons TD6 für 3 Euronen. Krass. Für 3 Euronen, Alter. Da bist du ja wieder. Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns noch mal wiedersehen. Lucky Rebel, danke für deinen Sub, Mann. Vielen Dank. Du bist mein bester Freund hier drinnen. Die anderen wollen mich immer loswerden.
Ich bin dir echt dankbar, Mann. Danke, Mann. Vielen Dank, wirklich. Ah, hier bist du immer willkommen, egal was ist. Egal was ist, du bist immer willkommen. Ach, come on. Wollte ich mir gleich gönnen. Meine Söhne, meine wollen immer, dass ich spiele. Ey, Phoenix, tatsächlich ich und Poseidon. Wir haben das so gesuchtet und Antiholz auch, also Antilolz. Und wir haben das sogar im Multiplayer gesuchtet, Alter. Leider reiße ich mich aber gerade gar nicht mehr dieses Spiel. Weil das ist halt irgendwann mal, ist halt ausgelutscht, ne? Könnte man wieder so, könnte man, wenn man Lust hat, genau. Aber nur, wenn man Lust hat. Also wirklich Lust hat. Poseidon, da habe ich aber meine Frage an dich, wenn du schon da bist, ne? Ich bin gerade ein bisschen wieder in meiner Minecraft-Sucht gefangen. Also ich spiele gerade viel Minecraft offline. Daher könnte das eigentlich passen, dass du mal Minecraft anfängst. Und dann könnte ich dir alles erklären und wir könnten ein richtig geiles Abenteuer erleben. Wirklich, weil ein richtig geiles Spiel. Und du musst nicht mal akquirieren. Du musst nicht mal akquirieren. Was sagst du dazu? Wenn es dir nicht gefällt, können wir es ja lassen, ne? Ja? Ja oder nein? Nicht ja. Nicht, da ist nichts zu. Ja. Ja. Okay. Ja. So, jetzt kommen die restlichen Wölfe und Worge. Ja. Scheißwetter. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Bitte geht auf die Feldräuber. Ja, wir gehen auf die Feldräuber. Heißt, ich kann... Oh nein, what the fuck? What? Geht auf die Feldräuber, habe ich gesagt. I'm dead, I'm maximal dead. Geht doch mal auf die Feldräuber, wirklich. Junge, woher? Alter. Alter, Alter. Ich bleib am Baum hängen. Warum gehen die nicht auf die Feldräume? Wo sind die denn überhaupt? Ey, ich krieg die Krise. Ohne Witz. Irgendwie kriege ich es gerade nicht hin, die Einzelnen rauszulocken. Das ist irgendwie gerade echt schwer. Ich sehe halt auch gar nichts. Nein, Mann! Nein! Warum, Plager, Mann, back doch nicht da fest! Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. No! Warum? Warum strebst du den Feuerregen nicht raus? Ich sehe nichts. Warum nicht mal? Warte, ich habe eine andere Idee. Wir gehen mal rechts rum. Irgendwo kann man doch bestimmt besser sehen als diese Scheiße hier, Mann. Ohne Witz. Das kann doch nicht wahr sein. Och, come on. Jetzt haben die mich wieder gesehen. Junge. Bin ich wieder hier. Ich
glaube, ich habe einen Wagen nur mitgewonnen. Einer, das ist gut. Ein einzelner. Oh, das ist ein Ork. Ne, mehrere sogar. Das sind, glaube ich, diese Orks, die mich vorhin verfolgt haben. Okay. Shit. Nicht gut. Gar nicht gut. Vielleicht kriege ich es hin. Okay. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Aber da war doch noch ein, oder nicht? Wann wieder schnelle Läufe? Jetzt fürs Erste noch nicht. Ich bin gerade wieder so einer Phase, auf der ich drauf gar keinen Bock habe. Auch wenn jetzt gerade Any% und No Flying Runbar geworden sind, habe ich einfach keinen Bock gerade, weil das hat einfach meine ganze Lust gekillt, was im Old Chapters einfach alles passiert ist, weißt du. Ich würde sagen, ich brauche mindestens 2-3 Monate wieder ein bisschen Freizeit, ein bisschen Casual, dies, das, Ananas, ne? Und dann kann ich wieder fett grinden. Also, ich möchte ja so oder so warten, bis Old Chapters alle Strats gefunden wurden. Wer weiß. Vielleicht kann ja sein, Any% und No Flying werden ja ein paar Mal nochmal gegrindet. Hundertprozentig. Und es kann sein, dass dort auch Routenänderungen gibt. Deswegen ist Warten eigentlich das Plausibelste für mich, würde ich sagen, einfach mal. Ist aber auch nicht schlecht. Also, why not? Massi, hi. Was geht? So, das sollten noch zwei sein, oder? Ich sehe es tatsächlich gar nicht. Oder ist es nur einer? Hab bis jetzt geschlafen. Oh. Und? Hat's gut getan? Auf jeden, sehr gut. Oh, scheiße! Bitte mach nicht wieder diese Drecksattacke, Alter. Ach, Mann! Okay, wir gehen mal weiter links. Ich könnte es gegen den Ork mal versuchen. Aber diese Attacke ist schon krass, was er da macht, ne? So. Okay, Leute. Ein Elite-Ork haben wir hinbekommen. Dann ist doch ein Krieger gar nichts dagegen. Was ist denn ein Krieger? Lass alle Little Companies spielen. Okay, wir können es vergessen mit den Orks, würde ich sagen. Weil die kommen dann zu dritt. Aber wir haben wenigstens alle Wölfe weggefetzt. Bloons ist geil. Ja, Bloons ist schon geil. Vor allem im Multiplayer auch. Okay, Leute. Ich möchte da reinkommen.
Ah, da ist ein scheiß Cerberus. Cerberus. Könnten die mit Feuerbälle abknallen, oder? Nee. Renn einfach rein. Oh, Vollstrecker. What is this? Ich hab die Strats vielleicht. Wait. Leute, ich hab vielleicht die Strats. Let me show you. Cerberus wird sehr. Motherfucker! Junge, der ist so ein kranker Gegner eigentlich, wirklich. So, was war das für eine Waffe? Vollstrecker, Zweihand ohne Balance. Was ist Balance? Balance. Balance, ja. Ohne Balance. Okay, wir haben den Cerberus gekillt. Geil. Wo sind eigentlich deine Mods? Anti-Holz und... Koma? Koma? Koma ist VIP bei mir, aber kein Mod. Nur wenn er Lust hat, kann er Mod sein, aber er ist kein Mod bei mir. Aber Antiholz ist ja manchmal da und manchmal nicht da. Wow, das ist too much for me. Das ist too much for me. For real, man. Hä? Da ist nichts zu plündern. Da ist nichts zu plündern. Alter, ich hab's gerade nicht zu plündern. Alle gefuckt. Auf einmal. Oh, Leute, jetzt guckt mal, wie krass ich gegen Schattenläufer bin. Ja. Der war zu weit weg, leider. Aber der ist easy killbar, wenn er nah genug ist. Und Nature's High. Hä? Achso. Warte. Komm mal her. Komm, komm. Ja, komm. Easy. Easy peasy strat, Leute. Easy peasy, Mann. So, Wölfe sind easy. Oh mein Gott. Ich dachte, Schattenläufer ist schwieriger Gegner. Tatsächlich, eigentlich ist er auch wirklich ein schwieriger Gegner, aber... Irgendwie bin ich einfach krass geworden. Also, die Meister-Anni hat es möglich gemacht, dass ich ihn jetzt töten kann. Bin ich. Irgendwo am See. Also, hier wahrscheinlich im erweiterten Gebiet einfach. Der erweiterte Gebiet geht auch bis nach hinten. Bis zu den Tempeln sehe ich gerade. Also, das ist schon krass. Da fällt mir auch gerade was ein, Leute. Das muss ich mir aber auch nochmal angucken, genau. Weil ich, wenn es es gab, dann gibt es es vielleicht hier auch. Und zwar das vielleicht in einem anderen Mod. Was suchst du? Gar nichts. Ich bin gerade nur am XP farmen eigentlich. Ich bin eigentlich nur am XP farmen. Drei schwarze Erze haben wir, Leute. Das ist schon krass. Sehr, sehr wichtig auch. Was ist das denn? Ah, ein Alligator. Ein Alligator Jack, man.
No. Ah, ist normaler Lurker. Die Alligatoren sind noch richtig robust, merke ich, ne? Crazy. Ja, komm. Nichts zu plündern. Bitte nur einen Lurker, bitte nur einen Lurker, bitte. Bitte nur einen Lurker. Holy shit. Der Lurker meint's ernst. Hm? Der buggt. Der Lurker buggt. Und jetzt der Varan ist auch da unten, oder was? Also der Urlöcher. Oh mein Goodness. No way. No way. Bull. Hä? Okay, wo ist der? Oh! Da ist der! Und der hat Leben ein bisschen verloren, lol. Wahrscheinlich hat er seine keine Durstanzeige mehr gehabt. Hm. Durstanzeige. Ich kann nicht mehr. Peter, hi! Servus! Oh shit, that is a bit too many for me. No, macht wieder diese Kack-Animation und jetzt kommt noch ein Lurker dazu. I can't believe it. Ja, ja, ja. Okay, wir lurken den Varan her und versuchen in Range zu bleiben zu den Lurkern. Ganz einfach. Und dann funktioniert der Hase auch. Frag mich, wo es, wo ich eigentlich, also wo ich wieder rauskomme eigentlich. Weil, wenn ich jetzt mir die Map anschaue, ich bin einfach mitten hinter Loberts Hof irgendwo, nirgendwo. Und da ist die Krypta und da ist dieser Weg von dem Wald. Aha, okay. Verstehe. Oder? Verstehe ich überhaupt? Ja, okay. Da, wo dieser Fluss ist, unter dieser Brücke, da ist dieser Weg zu Loberts Hof. Okay, ich verstehe. Okay, da ist noch wieder ein Schattenläufer. Und ich höre im Goblins. Der Schattenläufer ist kein Problem, wie gesagt. Easy peasy, man. Welcher Lobert? Lobert? Habe ich Lobert gesagt? Ich meinte Onashof. Ich habe Lobert. Habe ich Lobert gesagt? Okay, das war falsch.
Ich darf nicht nach vorne oder nach hinten gehen. Einfach direkt ballern. Einfach direkt ballern. So, ballern, ballern. Und dann ist er zu weit weg und dann treffe ich ihn nicht. Deswegen eigentlich... Okay. Ja, komm her. Man sollte den loben, deswegen Lobart. Okay. Ich gucke mich gerade hier um. Wo ist hier die Höhle für die Goblins? Gute Frage, ne? Gute Frage, nächste Frage. Da ist nochmal so ein Urwaran, glaube ich. Konntest du die Goblins gerade nicht hören? Doch! Oh, das ist ein Lurker. Aber ich frag mich, wo der Dings ist. Die Höhle. Oder sind die auf dem Berg? Unter Wasser, maybe. Oh, das könnte sein. Das könnte sein! Gucken wir mal. Ich werde diesen Monat Gothic zu Ende zocken. Mal sehen, welche Mod ich als nächstes spielen sollte. Du spielst ja gerade Othello, oder? Ah, hier, genau. Du spielst ja gerade Othello, gell? Warum spielst du nicht dann einfach direkt Elhiver weiter? Weil Othello ist eigentlich wie das Elhiver, Othello für Gothic, Elhiver ist das Othello für Gothic 2 eigentlich, im Prinzip. Das wollte ich sagen. Oh, ich krieg grad ein bisschen Nostalgiegefühle von der Goblin-Höhle in Gothic 1! Zu viele. Elhiver beste, ja. Ich finde, das ist eigentlich, kann man schon sagen, einer der besten oder sogar die beste Gothic 2 Erweiterungsmod. Ich habe zum Beispiel noch keine Nostalgie-Version oder so gespielt, deswegen kann sein, die ist sogar besser. In manchen Dingen. Aber... Jetzt aktuell ist es auf jeden Fall Elhiver, ja. Muss man einfach sagen. So, ich lock die mal raus, damit ich ein bisschen eine Rückendeckung habe. Damit die auch einzeln rauskommen. Nichts. Den kurzen Schäferzimmer gibt echt eine Fortsetzung. Gibt es echt eine Fortsetzung von Othello? Es ist jetzt nicht direkt. Also, es ist eigentlich auch eine Erweiterungsmod wie Othello, kann man sagen. Es ist jetzt, glaube ich, nicht... Ich weiß nicht, ob es von den gleichen Erstellern ist. Nicht lange. Aber es ist im Prinzip auch eine Erweiterung. Also die Welt wird größer, es gibt mehr Inhalte. Aber nicht exorbitant krass, ne? Es gibt eine neue Erstellung. Hä? Okay. Achso, das meinst du gerade, oder wie? Oh mein Gott, der trollt mich. Alter. Nichts, da ist nichts zu. Aha, okay. Interessant. No. Don't kill me. Uff. Da ist nichts. Wie viele Goblins sind hier eigentlich noch? Da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Hier sind ja wirklich noch Goblin. Oh, shit. Okay. Was ist in dieser Truhe drin? Nichts.
rechts, links, rechts, links, links. Rechts, rechts, links, rechts, links. Rechts, rechts, links, rechts, links, links, links. Rechts, rechts, links, rechts, links, links, rechts. Rechts, rechts, links, rechts, links, 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 rechts, links. Oh. Aber nicht so gut wie die Mod klassische Hotel, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe noch nie die 3.2-Version gespielt. Grobes Bastardschwert. Ich weiß nicht, welche Version. Ich glaube, ich weiß nicht, welche ich gespielt habe. Ich glaube, irgendwas mit 2. 2.4 oder so. 2.6. Bin mir echt nicht sicher, ne? I don't know, man. Diamantsplitter. Ich habe Dias, Leute. Endlich. Na bitte, geht doch. Und ich höre Goblins, weil es gab ja nochmal so eine kleine Höhle. Und der will zu mir. Der will zu mir. Motherfucker. Ich darf nicht in Ruhe hier abbauen. Möchte echt diese metanische Söldnerrüstung eigentlich bauen. Wieder Diamantensplitter. Ha, jetzt kommen die aber angeflogen, ne? Amethystsplitter. Ich frag mich halt echt, ob ich dafür schmieden lernen muss, für die Rüstung erstellen. Weil ich hätte wahrscheinlich echt die Materialien eigentlich schon zusammen. Ich muss mal schauen. Ich könnte mir mal das Buch kaufen, dann gucke ich einfach mal. Bessere Rüstung wäre lecker auf jeden Fall. Und hier ging es ja nochmal runter. Ich höre auch wieder Goblins. Es war schon ein paar. Oh ja. Aber nicht so viele. Tatsächlich. Da ist nichts zu plündern. Hier ist nochmal eine Kiste. Und, oh, ein paar Dinge. Das ist ja nice. Kann man verkaufen alle. Und jetzt wieder so eine Erzdings. Links, 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 rechts, rechts, links, 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 rechts, rechts, links, rechts, links, 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 rechts, rechts, links, rechts, links, links, links. Okay. Und wieder so Silberdinger. Okay, und hier ist auch noch meine Eisenerzdingsbums. Dauert schon immer sehr lange, ne? Finde ich. Aber es lohnt sich halt. Es lohnt sich halt wirklich. Da muss man halt echt viel Geduld mitnehmen, dafür halt, ne? Ist halt so. Rubinsplitter. Alle wollen dieses blaue Erz. Yeah, yeah, Erz, yeah. Es bringt uns alle in die Freiheit. Yeah, yeah. Wir wollen hier raus. Warte mal. Hä? Hä? Okay. Okay. Keine Ahnung. Ich check's nicht. Okay.
Also Leute, was ich mich gefragt habe, ich glaube, es war sogar in Helhiver, ich bin mir aber nicht sicher, oder in einer, oder war das in einer anderen Mod. Und zwar, es gibt bestimmt hier irgendwo einen Einsiedler, der irgendwo auf den Bergen lebt. Ich weiß aber nicht mehr wo, aber ich glaube, es war sogar Helhiver. Ich werde es noch finden. Easy, easy. Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Easy, easy. Oh, shit. Okay, da ist ein schwarzer Troll. Den tun wir lieber umgehen. Einfach randomhaft im Wald. What is this? Das sieht nach einem specialhaften Baum aus irgendwie. Oh fuck! Wow! Nein! Nein! Are you kidding me? No way. No way, dude. Hab ich... Warte. Wait, wo bin ich? Ah, okay. Alles gut. Ah, es ist da hinten die Pyramiden. Ach, wie cool. Also hier ist es dann im Prinzip zu Ende, die Erweiterung. Nicht zu. Okay. Okay, okay. Ich verstehe. Also wir sind jetzt komplett den ganzen Berg im Prinzip entlang gelaufen, kann man sagen. Dieser Berg hier ist schon echt crazy irgendwie. Ja, die normalen Warane sind echt easy. Okay, da sind Ratten. Oh mein Gott, das sind zu viele. Zu viele. Oh oh. Vor allem Uralligator. Zum Glück ist nur einer gekommen. Okay. Hier sind die Ratatouilles. Und bald wieder Level up auf jeden Fall. Richtig cool. Normaler Alligator. Oh no. Der andere darf nicht hochkommen. Please. Okay, der backt irgendwie am Boden. Okay. Waren's alle? Nee, da ist noch mal einer. Uralligator, jo.
Krass, ne? Jo, er hat wieder eine Drecksanimation gemacht. Oh mein Gott, Mann. Man! Wie schnell schlägt der, Alter? Alter, wirklich. Okay, mach ein Safe Strat. Ich wollte gerade wieder diesen Doppelbiss machen. Guck wie jetzt. Drecksvieh. Drecks fucking Drecksvieh. Okay. Okay, okay. So, was gibt's denn noch zu entdecken? Ich möchte diesen Einsiedler finden, wenn es den überhaupt gibt. Aber ich bin mir so sicher, dass es den gibt. Es muss Elhiver gewesen sein. Ach, come on. Ja, klar, so ein Troll einfach. Ja, Mann. Makes sense, man. Okay, die Wölfe kann ich wahrscheinlich herlocken, oder? Ja. Und Level up, Leute. Easy. Easy peasy. Nichts, da ist nichts. Leute, sollen wir mal versuchen, ob wir ihn töten können? Ich glaube, wir können es vielleicht, aber er ist halt zu krass mit seinen Animationen, glaube ich. Ja. Wir machen Schaden auf jeden Fall, aber. Hä? Ah. So Leute, wir haben wieder 15 Lernpunkte. Wir könnten jetzt wieder Gold sammeln gehen. Für 5000 Gold. Wieder 15 Lernpunkte akquirieren. Dann haben wir 30 Lernpunkte. Und die 30 Lernpunkte könnten wir wohin verschwenden. Die Frage ist nur wohin, weil wir haben ja noch keine geile Waffe gefunden, die auch für Geschick sich lohnt. Oh mein Gott. Das ist ein Chicken Nugget Festival. Fuck! Wo kommt denn der jetzt her, Mann? Kusch die, Alter. I'm dead. These are too many. I need to go away a little bit. A little bit, no, just. Ja, wenn er laufen würde. Aber nur wenn er laufen will. So. So. What is this? Wölfe. Wölfe sind echt gut. Die geben Geld. Und da ist dieser Weg von diesem Fluss aus. Könnten wir eigentlich auch mal nehmen.
Oh, wait, da könnte ja nochmal ein Schattenläufer sein. Nicht und ein Cerberus, aber Cerberus. Ja, müssen wir leider umgehen, aber ein Schattenläufer könnte da hinten sein bei der Höhle. Unter der Brücke. Also da sollte sogar zwei sein, laut. Also Gothic 2 Vanilla eigentlich. Könnte sogar zwei sein. Voll cool gemacht, dieser Weg, wirklich. Mag ich, feier ich. Feier ich wirklich. Und da ist ein Schattenläufer. Let's go. Und ich höre einen Cerberus. Tover Taverne, nice. Und der Cerberus geht lieber essen, statt mich zu töten. Okay, dann könnten wir einfach hier reingehen. Oder ist hier noch ein Cerberus? Hier ist noch ein Cerberus. Okay. Der haut einfach ab. Einfach abhauen. Geht ja gar nicht. Mamfi, Mamfi! Kriegen wir das hin, da reinzukommen? Da sind eigentlich jetzt nicht so krasse Dinge drin. Oh, scheiße. Geh mal essen, komm. Geh mal essen. Da ist Essen für dich. Danke, Mann. Okay, dann müssen wir irgendwie gucken, dass wir wieder rauskommen, weil der ist vor unserer Nase eigentlich. Hört sich schon sehr eklig an, ne? Shit. Easy peasy, man. Hä? Ich höre einen Lurker. Da hinten. Leute. So, und jetzt machen wir einen großen Bogen herum. Der soll dann in Ruhe mampfen. Und wir gehen einfach. Ganz easyhaft. Okay. Jetzt gucken wir mal, was es hier in diesem Weg gibt. Wahrscheinlich gar nichts, aber außer Monster natürlich. Aber laufen wir trotzdem mal entlang. Einfach so. Dann möchte ich diesen Dings suchen gehen. Der müsste dabei Dings sein, bei der Kräuterhexe. Ich bin mir ziemlich sicher. Wenn ich mich daran erinnern kann. Überhaupt. Ah, wir sind genau hier bei der Krypta in der Nähe. Wo ich auch reingehen wollte noch. Genau. Und der Söldnerlager. Steintafel. Und hier ist ein Wolf. Hier sind Wölfe, meine ich.
Zerlege ich mal kurz alle. Oh Gott, das sind viele. Oh oh. Es waren zu viele auf einen Haufen. Hä? Ah. Oh. Oder wir machen so. Nicht, da ist nichts zu holen. Nichts zu plündern. Machen einfach auf easy peasy haft, Mann. Wirklich. Ich glaube, ich habe mich echt vertan. Oder war das auf einem anderen Berg? Das könnte auch auf einem anderen Berg gewesen sein. Oh, hier ist eine Innenstatue. Da könnten wir nochmal beten. Oh, ist der ein Arsch. Hi. Ich weiß noch, wie umgehbar dieser Wald war. Und jetzt können wir da alles schlachten, was hier sich herumbewegt. So, jetzt kriegen wir entweder Stärke oder Geschick. Beides wäre sick. Nimm mal. Geschick. Nice. Why not? Und diese Gobbo-Skelette kann ich auch töten eigentlich. Oh fuck. Okay, die sind auch easy eigentlich. Centrix, hi. Ganzen Wald bei Onas Hof ausweichen. Why not? Oh, scheiße. Es waren zu viele, glaube ich. Aber wir haben es irgendwie geschafft. Crazy. Und da sind noch Blutfliegen. Crazy Dog, absoluter Gothic Profiler. Ich habe vom Besten gelernt, Leute. Ich habe vom Besten gelernt. Also ich war schon ein Profiler, aber ich habe echt durch den ultra mega giga heftigen No Ground Only Melee No Hit Fighter Gott habe ich dieses Kämpfen gelernt. Der namenlose Chat, Alter, der wird niemals in Vergessenheit getreten. Niemals. Nichts zu plündern. Das ist der wahre Meister. Wirklich. Da sind noch mehr Goblin-Skelette. Scheiße.
Der ist top, ja. Finde ich auch. Sein Geist sei befreit. Jasmin. Okay. Wir haben 15 LP. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal unser ganzes Shit verkaufen. Also erstmal hier hin. Und dann nach Corinnes. Und dann sollten wir echt fett Gold machen. Ich hoffe, wir haben dann 5000 Gold für die 15 LP. Dann müssen wir uns überlegen, wo wir die verwenden, natürlich. Ich auch. Hier ein paar. Ich nehme. Aha. Auch wenn. Und wenn die. Boah. Das ist alles gut. Okay, das ist krass. Vielleicht sollte ich doch noch mehr lernen für Trier-Trophäen, damit ich noch mehr verkaufen kann auch. Aber Blutfliegen, Stachel und Flügel brauche ich nicht. Ich brauche andere Dinge eigentlich. Okay, gehen wir nach Corinnes. Egal. Ist jetzt nicht wichtig. Da bist du. Ich habe da meine eigene Meinung. Schab würde mir nicht. Wolfsfell, das ist gut. Fell von Wargen. Ah, sogar das Fell eines Schattenläufers. Gute Arbeit. Boah. Okay, wir haben mehr als 5000. 7000 Gold. Das hat er wirklich. Dazu haben wir noch sehr viele Waffen zum Verkaufen. Die rostigen Sachen, die verkaufen wir an Harald. Da kriegen wir auch noch Gold. Einiges gehört. Wenn er das nicht sieht, kann ich mir auch nicht mehr helfen. Die Probleme habe ich kaum gesehen. Meinst du, mir geht es besser? Ich wäre mir da nicht so sicher. Okay, Leute, wir können uns 15 Lernpunkte akquirieren. Das hier. Jetzt gehen wir nochmal zu Harad und zu Halvor, um unser Shit so mal da zu verkaufen. Warte mal. $500 für rostige Waffen. Imagine. Ich finde scheiße, dass hier nichts irgendwie leuchtet, ne? Kann man das, anbrennen? Nee. Geil, gehen wir bei Lema schlafen, Alter. Soll ich sagen, irgendein mieser. Ja. Wie oft willst du es mir noch sagen, eigentlich? Das ist ja schrecklich. Bis ich dich umklatsch, ne? So lang. Ja. Das habe ich schon etwas selbst erlebt. Schlimme Zeit. Das ist ja schrecklich. Ah, ich glaube, Peck hat den Schlüssel für Joe. Kann das sein? Ich gebe 200. Wie hatte das nicht? 8400 Gold. Leute, wir gehen mal kurz die metanische Söldnerrüstung Rezept holen. Wenn es überhaupt funktioniert. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Und dann gehen wir Joe befreien, den Danke-Mann-Mann. Bestätigt. Wir haben so oder so bei Karl noch gar nicht ausgeraubt, ne? Hier, metanische Söldnerrüstung. Und wir kaufen uns das auch mal. Schwere Vanguard-Rüstung. Meißel schmieren. Wie man Schmieden verfeinert. Ah. Verbessert die. Ah. Ah. Okay, ich kaufe einfach mal alles. Ich weiß. Ich habe jetzt kein Gold mehr. Ah, nee, komm. Nee. Wir kaufen uns nur die Sachen für die Söldnerrüstung. Das ist sonst teuer alles. Hey, du. Hier, einmal Söldnerrüstung. Verbessern, verbessern. Und wir kaufen uns noch dieses Buch hier, hätte ich gesagt. Dann rauben wir uns noch ihn noch aus. So. Aber ich glaube, wir müssen noch für Schmieden lernen, Leute. Das kann ich nicht. Das kann ich nicht. 12 Textile, 8 Leder, 1 Stahl im Bar.
8 Leder. Ich muss Leder erstellen, Leute. Und Textile. Woher kriege ich Textile her? Wie viele Textile habe ich? Und Leder. Ich habe 2 Textile nur. Und wie viel Leder habe ich? Weil für Leder brauche ich ja 12. Hier ein Leder nur. Vielleicht kann ich die akquirieren. Aber ich muss dafür Schmieden, glaub, lernen. Weil das kann ich nicht. Sagt er die ganze Zeit. Ich will es aber können. Okay, gucken wir mal, ob wir Joe befreien können. Jo. Hey, danke, Mann. Vielen Dank. Ich dachte schon, ich komme hier nie wieder raus. Was machst du hier? Danke, Mann. Seinem Reiche zu belassen, auf das er sie den Menschen wiedergebe, falls das Tier zurück. Danke, Mann. Und Innos in seiner Weisheit tat. Dann den Danke, Mann erstmal beklauen. Okay, was müssen wir lernen, Leute? Einfach Waffenschmied lernen. Einhandwaffen. Nee. Schilde. Nee. Wer kann mir Rüstung erstellen, beibringen? Bergbau. Was juckt mich Bergbau? Oder muss ich dafür Schmied sein? Oder gibt es hier extra irgendwo einen Rüstungsbauer vielleicht? Warte mal, wir können ihnen das Gold klauen. Willst du es wissen? Hey, du. Warte, lass mich noch mal gucken. Ich glaube, es gibt einen Rüstungsbauer und ich habe den noch nicht gefunden gehabt. Ich kann es mir sonst nicht alles vorstellen. Bestätigt. Da bist du. So, hat er hier Textil oder so? Er hat 3. Ah, 9 Leder hat er. Boah, schon teuer. Puh. Trollfellrüstung. Aber die ist weniger wert als unsere, deswegen ist unsere besser. Ich kaufe mal davon alle, komm. Solange wir noch genug Gold haben. Für den Dingsbums. Schau dir einfach genau um. Ja, ich guck mal mich genau um. Ich glaube, ich habe Corinus noch nicht hundertprozentig gesehen. Ich guck mir mal alle Schilder an. Also, Rollwanne Paar und Sweet Potato Witch. Hi. Grüß euch. Bartok. Also, hier ist ein Fleischer. Ups. Bestätigt. Ich find's geil, wie alle diesen Meme feiern, Alter. Ich find's auch geil. Ich glaube, komplett falsch. Das habe ich schon immer gesagt. Ich habe was anderes gehört. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Das ist doch kein Geheimnis. Das muss irgendwo hier sein. Der erzähle ich gar nichts mehr. Bin doch nicht blöd. Hier ist der Schmied. Ich glaube, hier ist nichts.
Ich bin gerade echt ziemlich lost, ne? Nee, in Hafen vielleicht. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Oder? Irgendwo im Hafen vielleicht. Hier sind auch so viele Häuser. Aber warum sollten hier Brüstungsbauer sein? Ich bin jetzt im Kreis gelaufen. Und so sprach Adanos zu seinen Brüdern: Nie mehr soll ihr mein Land betreten. Ja, hier ist ja der Bücherverkäufer. Aber der Mensch und das Tier führten Krieg auf dem Land Adanos. Den brauche ich nicht. Den brauche ich nicht. Er erzählt alles weiter. Man kann sie das anders. Ich stelle mich echt blöd an gerade, ne? Habe ich das Gefühl. Vor allem, warum ist hier ein Ritter bei dem Typ? Das muss doch was heißen. Also hier ist Edda und da ist Suris. Ignaz. Das muss doch hier sein irgendwo. Das ist ja schrecklich. Da ist Dings. Bums. Schlimme Zeiten sind das. Lema. Hier ist rote Laterne. Ach, erzähl mir nicht sowas. Das ist Halvor. Auf die Burg können wir nicht. Okay. Warte, wir gehen mal kurz die Informationen an den Gavel. Da kriegen wir, glaube ich, ein bisschen Erfahrung. Alter, ich komme echt nicht drauf, Leute. Ich komme nicht drauf, irgendwie. Ich komme gar nicht drauf.
Hat er vielleicht geile Waffen? Der hat doch immer geile Waffen. Ich glaube, der hat sogar einen Meisterdegen verkauft gehabt, oder nicht? Was dann? Runenschwert, nee. Trash. Casti 1 Trash. Du mein. Wo finden wir den Halunken? Also der muss eigentlich wirklich hier in der Stadt sein. Dass er jetzt irgendwo außerhalb ist oder randomhaft irgendwo. Oh. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Ich glaube, ich weiß, wo ich hin muss. Warte, wir gucken erstmal hier unten. Das kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Ich glaube, hier unten ist gar nichts. Ich glaube, ich weiß, wohin ich hin muss. Wenn das jetzt wirklich der Ort ist, wo ich mir denke, dann ist es lustig. Also dann lache ich mir einen ab, wirklich. Kann man noch mit Lord André irgendwas reden? Hey, du. Nö. Ja, Mann, jetzt hänge ich an der Bettkante fest. Dieses Game regt mich auf. Ich tu's gleich wieder deinstallieren, Alter. Kann doch nicht wahr sein. Ich sag's mal so, manche, aber nicht alle Dinge sind auch kapitelabhängig. Also willst du mir damit sagen, man lernt es jetzt eigentlich bei dem Karl, aber der Karl kann es dir einfach nicht noch nicht beibringen, weil er... Noch nicht, also weil ich noch nicht in diesem bestimmten Kapitel bin. Schlimme Zeiten sind das. Oh, Kollege, hi. Das darfst du keinem erzählen. Typ, wieso? Erst die Bauern. Jetzt ist BR, Leute. Jetzt ist BR. Jetzt, Typ, Mann. Wer es jetzt belieben wollte, wer jetzt ein Belieber sein will, der beliebt jetzt im Chat. Los geht's! Keine Kapriolen, warte! Ah, der Textieren. Ach, erzähl mir nicht sowas. Ich muss weiter. Okay. Der fliegt jetzt da runter und stirbt. Das könnte jetzt nach Bug-Using aussehen, aber ist es nicht, Leute, vertraut mir, ist kein Bug-Using, der buggt halt einfach durch. Aber das ist ja nicht gewollt oder so, das ist nicht gewollt. Wir holen uns mal ganz kurz, Leute, 15 Lernpunkte. Ja, so in etwa, okay. Danke sehr für den, danke, dass du mir gesagt hast, sonst hätte ich jetzt mich zu Tode gesucht. Ich war mir halt irgendwie sicher, dass es einen gibt, wirklich... Also, dass es wirklich einen gibt, der Rüstungen anfertigt. Aber ich glaube, ich habe das mit Gothic Sequel verwechselt irgendwie. Hey, du. Sergio, lass mich mal... Ich möchte auch mit Enos bitte beten. Danke. Raus. Gewähre mir raus? Die Kraft deines Segens. Wie raus? Nimm mein... Willst du mich verarschen? Was wolltest du da drin, hä? Okay, komm her. Komm her. Komm her. Steck die Waffe weg. Kluges Kerlchen. Geh weiter beten. Hä? Okay. Wir gehen, Leute. Wo gehen wir jetzt hin? Taverne. Wir gehen mal zur Taverne. Klar. Er hat auch nur den Ork schlechter. Ich könnte dir Sachen erzählen. Er muss das sein. Nun habe ich meinen Lauf erinnert und ich habe ihn nach Tode gesucht. Aber eventuell ist er noch wer. Da kannst du eh nichts dran ändern. Ja, aber ich möchte ja lernen, dass ich meine Rüstungen erstellen kann. Ich kann die ja nicht erstellen, weil mir etwas fehlt. Weißt du, was ich meine? Das will doch keiner mehr hören. Okay. Wait, wir gehen. Ah, das sind Scavenger neue. Okay, die können wir schnell töten.
Was hat Sankak Söldner da in der Schrein des Innos Clusters zu suchen, Dans Game? Ja, auch ein Söldner möchte gerne zu Innos beten. Die Söldner müssen nicht gleich barbarisch sein, ne? Die können auch sein, die sind Söldner, aber wollen halt auch, sind halt auch Innos Anbeter. Ne? Oh, Scheiße. Mörderwölfe! Oh, Junge, mein. Ich brenn dich weg, du Hurensohn, Alter! Darf doch nicht wahr sein. Ach, das ist die eine Quest da von diesem einen Typ da, mal Alfredo wieder heißt. Alter, was sind das für Wölfe? Hast du die Rezepte für die Rüstung gekauft noch gelesen? Ja, und da steht, der sagt dann, ich benötige die... Nee, der sagt dann, ich kann das nicht. Das sagt er. Guck, warte. Das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Sind vor den... von... Genau, genau, von Alfred. Oh Mann, das sind noch zu viele. Junge, das sind echt Mörderwölfe. Nee, nee, nicht Krom. Da gibt es einmal, also Alfred und noch ein Jäger. Und Alfred ist ein neuer Jäger im Prinzip da. Bei dieser Norden-Bereich. So, jetzt locke ich die jetzt erstmal einzeln her. Würde ich sagen. Beim schwarzen Troll. Ja, beim schwarzen... Oh, fuck. In der Vanilla-Version. Genau. In der Vanilla-Version beim schwarzen Troll. Also, da, in diesem Bereich, da ist nochmal ein Jäger gespawnt. Den kann man auch, Beute verkaufen. Also Krallen, Hörner und der kriegt sehr viel Geld dadurch. Und der hat mir diese Aufgabe gegeben. Trollschlucht. Ah, nee, 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 nicht Trollschlucht. Ja. Hab's verwechselt. Ah, das war ein normaler Wolf. Okay, das sollte easy sein. Jo. Die sind Killer, Mörder, Wölfe, Alter. Crazy. So, eigentlich sind jetzt alle tot. Also die Quest ist erledigt. Können wir wieder zu diesem Dude zurückgehen eigentlich. Okay, dieser Spawnpunkt nennt man tatsächlich Trollhöhle. Trollhöhle. Alfred, ich habe die Quest erledigt. Hey, du. Ich bin mit dem Wolfsrudel fertig geworden. Wirklich? Ihm gar nicht schlecht. Trotzdem war das viel zu riskant von dir, so alleine gegen ein ganzes Rudel. Sie hätten dich ohne weiteres töten können. Das ist jetzt vorbei. Und was das Wichtigste ist, die Wölfe sind keine Gefahr mehr. Mensch, du bist wirklich kein Schlappschwanz. Was? Nun gut, in dem Fall bleibt mir nichts weiter zu dir. Danke. Lol. Ausgezeichnet. Hier, du musst verrückt sein. Dich diese hohen... Lol, er hat's mir gegeben, ich hab's dann verkauft. Geht so. In letzter Zeit ist das Jagen im Nord. Was gibt es dort? Dragon mir erzählte, dass er dort von früher wurde, der Wald ausschließt. Verstehe. Was machst du hier? Ich bin Jäger. Aha. Was man aber generell sagen kann, dass sich das Herstellen, Verbessern auch lohnt. Aber, also cool gemacht. Jo, glaube ich auch. TTS wird immer besser. Ja, ja. Klar, man merkt, es improved sich immer und immer mehr. Auf jeden Fall.
Ich Wolf, die guter. Wolf. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich was glauben soll. Okay, Leute, ich hätte gesagt, 30 LP, wir könnten auf 135 Stärke gehen oder auf 70% Einhänder oder wir gehen auf Geschick. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Ich würde sagen, wir gehen als, bevor wir überhaupt irgendwas machen, wir gehen jetzt einfach mal nach Jakinda, weil ich glaube, wir haben hier eigentlich größteilig fast alle Gebiete gesäubert. Es gibt bestimmt noch ein bisschen was zu finden. Aber in Jakinda haben wir noch gar nichts gemacht. Da gibt's bestimmt schon, die Gegner sind bestimmt schon eigentlich wirklich vielleicht sogar in unserer Hausnummer. Und wir können dort viel XP farmen. Warum? Weil mit Alligator Jack und mit den Piraten kann man ja XP farmen gehen in den Canyon. Ne? Deswegen. Und das haben wir noch gar nicht gemacht. Oh, okay, let's go. That's easy. Okay. Ja, ich muss kombinieren. Deswegen. Seht ihr? Easy. So. Oh, da ist noch ein Schattenläufer. Hä? Warum? Okay, keine Ahnung. Ich frag nicht. Ich frag nicht. Also ich hab's mit den ganzen Mobs und Quests in Kapitel 2 auf Level 20 gebracht. Welches Level hast du? 18. Also fast 19 sogar. Also fast gleich wie du tatsächlich. Das sind wahrscheinlich Kleinigkeiten, ne? Ja, genau. Ich hab auch ohne Mintern, ohne Jacken da, ne? Ich hab nur Gorn befreit. Und das war's. Oh, da ist wieder ein Servus. Okay, aber Hauptsache, wir haben die jetzt hier auch mal gekillt. Okay. Gucken wir mal, wie Jakin da ist. Wenn Jakin da zu schwer ist, was ich irgendwie nicht glauben kann, aber dort gibt es halt andere Monster, ne? Da gibt es so, wie heißen die nochmal? Diese Grasland-Scavenger zum Beispiel. Oder es gibt ja auch diese Heuschrecken, diese riesigen. Bei mir lebt halt nichts mehr außer Trolle. Bei mir leben halt auch noch Zerbusse wahrscheinlich. Und ich habe auch noch eine Banditenhöhle nicht gemacht vor Corines, glaube ich. Habe ich auch nicht gemacht. Aber im Größteil habe ich eigentlich vieles gemacht, ja. Man kann schon in den Vanilla-Gorines Stufe 21 problemlos als Nicht-Dex-Charakter erreichen. Als Dex 22, sicher eventuell 23. Okay. So, haben wir einen Fokusstein? Ja. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal hier ein bisschen schauen in der Umgebung. Und dann gehen wir da runter. Zu Alligator Jack. Hier oben ist nichts. Okay, aber ich glaube, Jacken da und Minental sind halt wirklich Gebiete, die wurden eigentlich gar nicht bearbeitet. Sondern halt eher Corines selber. Okay, da sind diese Drecksviecher. LOL. Ich hätte gedacht, die sind ultra schwer, aber die gehen ja voll. Okay. Oh, und hier ist eine Leiche.
Also das heißt also, die Mobs wurden auch halt im Prinzip vom Balancing wie in Vanilla gemacht. Also ich dachte echt, also diese Fangheuschrecken sind so schwer, weil wir halt jetzt ein Jacken da sind. Jacken da ist ein schwerer Gebiet, aber wie soll ich das sagen? Genau, das wollte ich eigentlich sagen, aber Jakinda ist halt das Gebiet, wo man eigentlich nach Kapitel 2 erreicht. Warum? Weil man halt eigentlich in Kapitel 2 nicht in Mintai gehen kann, ne? Oh, jetzt bin ich auf den Razor gespannt. LOL! Junge, wie ich... Alter! What the fuck? Hä? Das war ein Razor, Leute! Das war ein Razor, nur zur Info. Wenn ich mindestens Max erreicht habe, immer Level 21 ohne Leute um zu hauen, Taschendiebstahl, ja, aber keine Punkte in Dex investiere. Aha. Okay, okay. Alter, das bin ich. Also, ich bin gar nicht gewohnt, dass ich die Monster so krass schnell umkillen kann. Okay, diese Varane schon. Aber so ein Razor oder so diese Fangheuschrecken, Junge, what the fuck, man. Gab es hier nicht auch irgendwo einen Drachensnapper oder verwechsel ich das gerade? Miltons Notiz für Gorn. Nachricht. Nee. Lieferung. Geht das schon? Nee. Das kann ich nicht. Ah, vielleicht müssen wir Meister des Schmieds 1 Buch lesen, Leute. Es kann sein. Das kann ich nicht. Habe auch keinen Taschendiebstahl. Normale NPCs habe ich nicht angerührt. Ich habe tatsächlich Taschendiebstahl gelernt und so. Balancing war bei der Nachtsreim eigentlich immer blöd. Wenn zuerst ins Mieter gehen, dann eigentlich schon gute Rüstung und ist komplett OP. Ja, schon. Schon. Ah, hier ist Williams Nachricht. Okay. Hier war doch irgendwo ein Drachensnapper oder verwechsel ich das gerade? Oh. Leute, ich glaube, ich sollte echt alles in Einhand reinballern, bis ich 60 habe, also 70. Damit, wenn ich eine andere Waffe nehme, dass ich trotzdem 60 habe, versteht ihr? Weil ich möchte ja auch irgendwann eine bessere Waffe haben, dann habe ich trotzdem noch 60 Crit und Meister. Und solange ich den Meister-Ding habe, noch 70. Ich glaube, ich mache das lieber als Stärke. Weil mein Crit ist eigentlich echt stark aktuell, meine Stärke. Also daran kann man nicht meckern. Okay, Leute, ich bin gleich wieder da.
I'm back, man. I'm back. Okay, dann habe ich wohl den Drachensnapper mit dem Razor verwechselt, kann ich mir gut vorstellen. Wahrscheinlich, weil ich immer so im Kopf hatte, wenn ich in Jacken da komme, muss ich auf diesen Razor aufpassen, weil der halt zu stark ist. Und jetzt ist er irgendwie, ja, ne, geht. Okay. Okay. Vor allem, wir können mit Jacken da so krass Erfahrungen machen. Allein die Relikte und so, die geben uns maximal krasse EP. Und auch die ganzen Banditen, Alter. Die geben uns auch krass XP. Ah, hier sind X, guck mal. Kann aber sein, dass hier jetzt gleich Skelette rauskommen. Deswegen sollten wir erstmal diejenigen töten. Die mit zwei Hits wegnatzbar sind. Wegnatzbar, was für ein Wort. Wow, war das ein Stärke-Topf, ein Topf? Nee. Easy. Leute, Jacken, da wird so ein geiler Grind irgendwie. Irgendwie feiere ich. Wie soll ich sagen? Ich finde es irgendwie geil hier in Jacken da gerade. Richtig geil. Ich weiß nicht warum. Oh, Jack! Alligator! Okay. Er hat es unter Kontrolle. Hallo? Jack! Jack? Keine Ahnung, wie du es sagen sollst. Sag's einfach jetzt. Es ist einfach geil. Keine Ahnung. Vielleicht, weil ich so lange im Corinnes war. Hier. Oh, Jace, hi! Was bedeutet denn das Hardcore in diesem Playthrough? Und hi! Das ist die El Hiver Hardcore-Version. Wahrscheinlich diejenige Version, wo, der namenloser Jet hast. Also diese Buddy-Goff-Version, wo halt unnötigerweise im Prinzip schwer gemacht wurde. Aber meine Challenge ist halt einfach als exorbitant heftiger Einhand-Gott das Spiel durchzuspielen. Ich wollte eigentlich Einhand-Magier werden, aber irgendwie Einhand gerade macht richtig Bock nur. Also nur Einhand sein, ne? Hardcore failen. Ja, genau. Hardcore failen, so ist es. Einhand-only ist immer beste. Ja, also ich war schon seit... Warte, gibt's hier vielleicht den Feuerregen oder wurde er auch entfernt? Hier wurden übt nämlich sämtliche Zauber, Runen etc. irgendwie entfernt oder halt schwerer platziert. Ja, eigentlich bin ich immer ein Einhandkämpfer gewesen. Ja, Tatsache ist er nicht da. Und Magier eigentlich relativ selten, eher halt immer Spruchrollen und so benutzt. Deswegen eigentlich, ja. Ist es eigentlich auch cooler, ich weiß nicht. Aber so Einhand-Magie ist, glaub, eigentlich schon die beste Kombi, die man machen kann, weiß ich nicht.
Zweihand sieht aber Baba aus. Zweihand, ja, aber ich bin halt wirklich eher der Einhandkämpfer, ne? Ich mag's lieber schnell zu kombinieren, als immer diese langen Schwingungen zu machen. Weil dann killt man halt die ganzen Viecher einfach ultra gigaschnell. Der. Ja, der Talkessel. Ich weiß. Ja, also Jakinda ist halt leider echt ein Ort in Elhiver, wo halt 0,0% geändert wurde. Halt, Miental wurde eigentlich nur die Burg geändert, ne? Komm her, Mistvieh. Jetzt kommt wieder dieser Drechsel-Urlurker. Aua. Kein Mistvieh weniger. Ist nicht so. Lol, ich kann das Fleisch ja gar nicht sammeln. Komm her, Mistvieh. Oh. Ich kann das Fleisch ja gar nicht sammeln. Das hat was. Die Parfüm. Jetzt passt. Die Steintafel? Nee, habe ich noch nicht gelesen. Habe ich noch nicht gelesen, tatsächlich. Und noch nicht gelernt. Aber das wäre eine gute Idee, das jetzt zu machen, eigentlich. Stimmt. Kommt auf die Version an. Ah, okay. Nee, wirklich. Jetzt wäre Steintafel echt OP, weil Stärke brauchen wir jetzt 15 Lernpunkte, Einhand brauchen wir 15 Lernpunkte. Dann müssen wir ja nicht mal in Einhand wahrscheinlich investieren. Komm. Warte mal. Wir haben nur eine Einhand und zwei Stärke. Ah, oh, das ist ja scheiße. Und Geschicklichkeit... Nur eine. Oh, dude. Aber weißt du, das ist richtig scheiße. Ich habe kein Fleisch gelernt. Das ist echt kacke, Mann. Ja, genau. Die kosten sau wenig LP. Das ist echt... Also, das habe ich voll vergessen, Alter. Habe ich voll vergessen, ey. Lass dich... 15 bis 20 LP, okay, das ist geil. Ja, dann mache ich das da lieber, Alter. Statt die 30 LP jetzt für Einhand auszugeben. Weil ich werde so oder so genug Steintafeln finden. Ah, ich glaube, das haben die ein bisschen geändert. Also diese Türme habe ich gerade gesehen. Da ist nichts zu. Da ist nichts zu. Du bist ein Jagdtalent. Meine Fresse, wenn du so weitermachst, kann ich demnächst im Lager bleiben. Hier. Nimm das Sumpfrattenfleisch und du findest ihn. Er liegt am Ei, wenn er... Der gibt mir direkt das Fleisch. Kannst du mir was beibringen? Klar, wenn du... Jäger? Was soll... Fleisch entfernen, Zähne ziehen und Tiere häuten. Okay, das lerne ich. Und Tiere häuten. Und immer nur am Bauch auf. Ich danke. Okay. Wenn du... Das ist natürlich auch geil. Komm her, aua! Aua! No, 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 don't die, don't die. Don't die. Please. No. No. Okay, es war nicht so weit weg. Oh mein Gott, ey. Thank you.
bist viel weniger. Du bist... Was? Also. Sollen wir Fleisch entfernen lernen, Leute? Und ich... Nee, 5 LP ist zu viel für mich. Wenn Palis geht. Viel zu viel. Nichts zu plündern. Das ist viel zu viel, Mann. Hol ich mir lieber die ganze Zeit Heiltränke oder so. Oh Leute, ich freue mich schon auf die kleinen Heringe. Ich hoffe, die sind nicht so teuer. Ich bin tot wieder. Ich bin wieder tot. Ja. Und Jack juckt's nicht. Kommt mal her. Mir reicht's jetzt hier mit euch. Drecksviecher hier. So. Oh, 42 LP. Wow. Sobald ich ja teleportiere, spawnen hier, glaub ich, wieder Viecher. So wie ich das im Kopf habe. Aber wir holen uns mal die Erfahrung und das Geld auf jeden Fall. Jawoll. Oder? Sind die wieder? Ja, da hinten sind wieder diese diese Grashüpfer-Viecher gespawnt. Aber diesen Fangheuschrecken heißen die. Die sind easy eigentlich. Da ist die. Die haben ungefähr die gleiche Schwierigkeit wie Feldräuber. Also hier in Dings, in dieser Version. So Leute, wir tun die Banditen aus dem Turm töten. Beste Beschäftigung in Gothic, Banditen töten. Ah, nee, und das ist ein Goblin, stimmt. Oh, Castix, hi. Bestätigt. Und Apfel? Ah, schade. Zack. Okay. Einfach rein, Leute. Ich mach dich fertig. Echt? Macht ihr mich fertig? Sicher? Die machen mich eher fertig. Ah! Oh mein Gott. Was für ein Klatsch. Was für ein Klatsch, Alter. Ich habe den Clip bestimmt 5-mal angeguckt. Ich habe den, glaube ich, schon 4 oder 3-mal angeguckt. Also alle Clips habe ich 3-4-mal angeguckt schon, mindestens. Alle Clips sind geil. Alle, wirklich. Was da passiert ist in dem Tag. Leute, falls ihr das noch nicht gesehen habt, geht mal auf Castix seinen Kanal und guckt mal die Clips der letzten 24 Stunden an und guckt mal alle Clips von Little Company an. Little Company ist so ein geiles Spiel und keine Ahnung, da ist der größte Kapriolen passiert, die mir je passiert ist. Oder uns passieren sind es wahrscheinlich. Little Company. Ja. So, I have killed the bandits. Stimmt, wir könnten noch das Buch von Francis holen. Und dann kostet es... Nee, wir können es... Das geht kostenlos, glaube ich. Ich glaube, morgen brauchen wir
für morgen Fleisch. Dann müssen wir Holz dingsen, Francis Buch und noch irgendwas. Aber ich habe schon vergessen, für was noch, was nochmal war. Irgendwas. Und dann müssen wir gar nicht sogar zahlen für das Tor. Also ich kletter einfach rein, das geht auch, ne, aber... Ja. Okay, wir klettern einfach rein, scheiß drauf. Der sagt eh nichts, wenn wir drin waren, so. Die Banditen und Skip. Die Banditen und Skip. Ah ja, die Banditen habe ich ja gerade getötet und Skip. Okay. Okay, versuchen wir es mal. Wenn wir nur 100 zahlen müssen, dann versuche ich noch Francis Buch zu finden. Ich glaube, der ist in einer der Minen ja drinnen. Halt! Freund oder Feind? Freund. Das ist kein... Ah, die haben hier mehr Bäume platziert, merke ich gerade. Erstmal Taschendiebschaden. Was machst du hier? Wonach sieht's? Morgenfleisch. Malcolm. Für den Kaiserschmarrn, Digga! Oh, Browserverlauf. Danke für dein Follow. Danke, Mann. Vielen Dank. Okay, ich habe jetzt 3 Missionen gemacht, aber was für Skip? Naja. Egal, wir klettern rein. Ja, wir klettern rein, hätte ich gesagt. Aber wir schlafen mal ganz kurz und klauen kurz den Alligator Jack. Bestätigt. So. Oh, wurde hier mehr... Nee, wurde nicht erweitert, ne? Schade, Mann. Schade, Mann, wirklich. Haben die hier was verändert? Bin gespannt. Im Piratenlager. Oh. Ja. Und zwar der Eingang zu Greg ist anders. Okay. Bist. Matt, hi. Hier ist der Danke-Mann-Mann, Leute. Also der andere Danke-Mann-Mann. Hä? Achso, das ist der Matt. Warte mal. Sehe. Kannst hier, aber. Weil ich. Du wolltest. Sieh. Ist doch alles nur Gerede. Der hat genau den gleichen Schrott wie ich. Super. Glaubst du wirklich daran? Ah, die schwere Armbrust ist geil. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Okay, versuchen dein Geldbeutel zu stehlen. Natürlich machen wir das. Von selbst ist er da nicht drauf gekommen. Pirat. Skippy Boy! Sieh ich die Skip. Ich seh ab. Ich bin ganz deiner Meinung. Bist du Rave? Ich bin ganz deiner Meinung. Du willst da rein, wenn die. Ja, das hat er wirklich behauptet. Kannst du. Nee. Vielleicht kann er mich wirklich nach Corinus bringen. Das war doch schon vorher klar. Aber nur wenn er Lust hat. So, wir bringen mal morgen sein Fleisch. Also die haben auf jeden Fall hier ein bisschen was verändert. Das merkt man. Okay. Hey, alles klar. Was ist? Aber ich glaube, das Banditenlager haben die mich verändert vielleicht. Bin mir aber auch gerade nicht sicher. Werden sehen. Man merkt auch, hier ist mehr Strand und so, also da hinten. Grog. Und rum.
So. Tust du auch mal was? Der Strand im Norden. Lol. Er schläft und ich soll seine Arbeit machen. Ja, deswegen. Deswegen, verklaue ich dich jetzt auch. So, Samuel, du bist einer der wichtigsten Charaktere im Spiel. Weißt du das? Hey, du. Was? Schneller Hering 30. Geil. Er kostet immer noch 30, Leute. Davon kaufen wir so viele. Aber die Frage ist, hält er auch noch so lang? Gucken wir erstmal. Wirkung unbekannt. Hey. Weiß man nicht. Aber ich kaufe noch ein paar. Weiß da rum, echter Seemannskrog, Feuerring, schneller Hering. Ah, als Rezept. Habe ich mir mal akquiriert. Der hält tatsächlich nicht so lange wie in Gothic 2, aber es ist auf jeden Fall ein bisschen was. Also ich glaube, es waren so um die eine Minute oder so. Besser als nichts, würde ich sagen. Mich raten, hier drin ist ein Cerberus. Oh nee, nur ein Schattenläufer. Okay, easy. Easy peasy, man. Easy peasy. Eigentlich easy peasy. Hä? Der hält in Classic nur eine Minute. Ich dachte, er hält in Vanilla mehr. Also 3 Minuten oder so. Oder habe ich das verwechselt? Vielleicht habe ich das auch verwechselt mit was anderem. Bin mir jetzt aber auch nicht sicher. Essenz der Heilung. Okay, wir haben eigentlich den Strand leer freigemacht. Wenn das dieser Strand war. Den er gemeint hatte. Wirkung unbekannt, okay. Der Strand im Norden. Was ist mit klar? Sauber. Hier hast. Kannst du mich auch? Klar. Wegen. Wenn du mal. Gibt. Im Moment. Such dir erstmal eine Koje und trink dir. Bester Chef. Okay. Hauen wir kurz Francis um, aber wir gehen mal kurz den, wie heißt der? Keine Ahnung, wie der heißt. Hab vergessen. Das ist wirklich nicht mein Problem. Danke, Mann. Hey. Diese Hitze am Feuer macht durstig. Ich wundere mich über Sag mal, hast du einen Grog für mich? Ich würde mich da nicht. Hier, nimm einen Schluck. Danke, Mann. Glaubst du wirklich daran?
Danke, Mann. Hier, Brandon. Nimm diesen. Nimm diese. Diese, gut, diese. Ich hätte das anders gemacht. Ah, hier ist noch so ein Waldstück. Okay, das ist auch neu. Oh, Francis. Die Uhr ist abgelaufen. Okay, ich kann einfach seinen Schlüssel klauen, aber trotzdem haue ich ihn um. Easy. Was für eine Lachnummer. Okay. Jetzt rauben wir den Captain aus. Ich bin der Captain jetzt. Wir werden die Esmeralda aus bestehlen. Männers. Das nächste Mal werden wir ja sehen. Nehmt euch alle mit. Was war das für ein Buch? Breck's Logbook. Das war wahrscheinlich noch, ja. Hi. Sag mal. Greg, hi. Gearbeitet. Joe? Ich habe die Banditen aus dem... Der Strand im Norden... Naja, das ist ja schon mal ein Anf... Glaub jetzt aber bloß nicht, ich hätte vergessen, dass du mir noch was schuldig... Es waren Sachen im... Die hast du dir... Das wirst du jetzt... Okay. Mach die erst... Mit mir... Sie besser? Nee. Gucken wir mal, was es hier so Schönes gibt. Ratten. Ich hasse Ratten. Voll random Ratten, die einfach hin platziert. Okay. Danke, Mann. Okay, Leute, ich würde sagen, ich gehe noch ganz kurz zu den Wassermagiern, um alle Sprachen zu lernen, sofort auf Instant-mäßig, auf Lock einfach gesagt. Und dann tun wir alle Steintafeln lesen. Der Captain hat die anderen. Ja. Und ich brauch dir keine Cone geben. Weil ich bin ein Schlitzohr. Bevor wir das aber machen, lass uns mal kurz zu Angus und Hank gehen. Und auch auf diese Jump-Bonus, Stunt-Bonus machen. Hätte ich gesagt. Deswegen trinken wir mal einen schnellen Hering. Weil dann haben wir das auch schon erledigt im Prinzip. Hä? Ah. Okay, ich glaube, der hält sogar nur eine halbe Minute. Nicht eine Minute. Aber besser als nichts, wie gesagt. Oven. Alles klar. Wer bin... Dann Bonus! Ah. Geil! Oh shit. Ich hoffe, wir sind jetzt keine 1000 Varane und Lurker, Alter. Okay, ein paar Lurker nur. Leute, das ist ein Pirat. Ah, okay, Malcolm ist hier runtergefallen. Okay.
Urlocke sind böse. Sehr, sehr böse. Aber wenn ich die einzeln töten kann, ist auch nicht schlecht. So ist es natürlich nicht gut. Malcolm mittendrin. Mittendrin steht Malcolm unten drunter, okay. Wir gehen auch noch in diese einen Höhle, hätte ich gesagt. Da auf dem Weg zu Alligator, wo wir mit Alligator Jack hergelaufen sind. Machen wir auch noch auf jeden Fall. Oh mein Gott. Lol. Der ist einfach am Schwimmen hier. Voll gechillt. Oh, und hier sind Angus und Hank. Beide hingerichtet worden. Einhandtalentbonus. Schon ein geiler Ring eigentlich, ne? Dieser Textil hatte einiges in der Tasche. Wenn ich nur wüsste, wo der ist. Ich höre Zombies. Ah, wahrscheinlich bei dieser Baranenhöhle, ne? Jackie Alligator. Tom, okay. Jackie Alligator. Ach, Jax. Jax Alligator. Jetzt verstehe ich. Oh, da sind noch ein paar von Jax Alligatoren. Kriegen wir endlich diesen plus 1 Stärke, ey. Der auf der Insel ist aber ein Special Ur-Alligator. Oh shit. Wenn es so ist, dann holen wir uns den auf jeden Fall noch. Aber das Problem ist, er ist ja die ganze Zeit im Wasser. Okay, jetzt nehme ich keinen, weil wir sind eh jetzt schon in der Höhle. Wir müssen wahrscheinlich kämpfen. Wie viel Uhr, aber Uhr halt. Ja. Welches Level bist du? 19. Ich bin bald sogar 20 schon. Hört sich jetzt auch nicht viel an. Aber schon auch schon krass, ne? Also ich weiß jetzt nicht, wie krass das jetzt in Vanilla wäre. Aber 125 Stärke und 64 Geschick ist schon krass. Wobei man sagen muss, es ist ja 15 LP, was ich bekomme. Da ist nichts zu. Und nicht 10. Also noch mehr LP. Also ich würde sagen, es ist schon crazy ass. Heftig. Level 19 ist fast Endgame Level. Wirklich? Okay. Womit denn? Ja, da merkt man halt, wie krass das ist, ne? Hier. Mit dem Balancing und so. Hier ist nur ein Schattenläufer, den kriegen wir tot. Das erinnert mich an den Spruch auf einem Grabstein bei der Krypta. Hey Crazy, welcher Level bist du mit deinem Paladin? Echt? Okay. Keine Ahnung. Kennst du nicht? Du meinst diese ganzen Grab
Grabgräber. Come on. Ah, die Brüche auf den... Ja, okay, doch. Kann sein. Kann sein. Boah, Leute. Das ist schon bald Schlafenszeit auf jeden Fall. Ach, come on. Ey. Das Gerippe haut schon rein, war ja, das nervt mich, Alter. Wirklich. Ich brauche halt einfach mehr Leben eigentlich. Und mehr Rüstung. Oh. Ich brauche mehr Leben und mehr Rüstung. Mehr Leben kriege ich durch die Steintafel und mehr Rüstung kriege ich eigentlich durch die Banditen. Diese eine Rüstung ist schon krass eigentlich. Diese eine kostenlose da. Okay, wait. Minkia se. Silberring und ein edles Langschwert. Aber der ist immer noch nicht besser als... Also das ist sogar eine Kackwaffe. 65 Schaden. Lel. Kackwaffe in Anführungszeichen. Wir haben Meisterdegen, genau. Und ja, ich warte gerade immer noch auf eine bessere Waffe. Ich habe einen Orkschlechter, ja, aber ich habe, wenn ich den nehme, 50% Einhand und das ist natürlich schlechter, ne? Ja, wie Kloßbrühe auf jeden Fall. Aber ich gehe natürlich jetzt mal nicht davon aus, dass ich so ein Glück haben werde. Vor allen Dingen, weil diese Scheißviecher mich nicht die Dreckskiste öffnen lassen. Ist euer Ernst, Alter? Ja. Schon deren Ernst, denke ich mal. Nie wieder Speedruns bei K6, nee. Kein Bug oder so, nee. Wer hat mich Fremdsprachen gelehrt? Ich glaube, das war... Ich mach kurz Fenster leise. Mixier? Hey, du. Jo. Alter, das hat tatsächlich... Okay, ich habe zu wenig Gold, aber das kostet tatsächlich nur 10 Lernpunkte, die Fremdsprachen zu lernen. Wie geil ist das bitte? Hey. Aber ich brauche 500 Gold. Ich muss was verkaufen. Ich bin ein armer Schlucker, Mann. Saturas. Gut, dass du kommst. Dann lass die... Wow. Okay, Kronos, ich muss was bei dir verkaufen, um beim Mix hier Fremdsprachen erlernen zu können. Hey. Lass uns handeln.
Oh, ein Apfel. Kaufe ich doch gerne. Oh, schönes Wetter wieder. Oh. Warum müssen wir eigentlich immer hier solche Kackspielchen machen? Oh, da hoch könnten wir auch noch gehen. Da sind bestimmt wieder so 30 Trolle oder so. Ja, genau. Hey Leute, jetzt Ankündigung. Ich werde absolut fix keine Gothic 2 Runs mehr machen. Halbe Stunde später, kackt dem Not das Video ab und fängt Speedruns an. Leute, endlich Lebensenergie. Endlich Lebensenergie. Alter. I can't believe it. Und ein bisschen Mana auch. Und Stärke auch natürlich. Hier, Stärke 1. Stärke 2. Ich hätte 2 Handkampf noch nicht gemacht. Einen Handkampf mache ich. Armbrustschützen hätte ich auch noch nicht gemacht. Geschick hätte ich auch noch nicht gemacht. Okay. Okay, nice. 241 Leben. Endlich. Okay, das ist schon mal ein Anfang. Ich bin die ganze Zeit immer noch mit 100 irgendwas an Leben, 150 oder so rumgelaufen, ne? 100 Leben mehr auf jeden Fall mal. Und wir finden noch locker ein paar Steintafeln. Und wir haben noch 32 LP, Leute. Also wir könnten immer noch ein bisschen auf Einhand gehen oder so. Als ob die hier nichts hinplatziert haben. Okay, da oben ist was, aber... Jetzt tri-hitten uns die Skelette nun mehr. Ja, das ist schon mein Anfang, ne? Okay, Piratensäbel. Ja, Leute, dann müssen wir tatsächlich jetzt als nächstes Canyon machen. Oh, hier ist ein kleiner Feuersturm. Nicht schlecht. Die Canyon-Quest, da machen wir extrem viel XP wahrscheinlich. Und dann geht es eigentlich schon zum Banditenlager, wo wir... Also, ich werde im Banditenlager alles auseinandernehmen. Das sage ich euch jetzt schon. Weil ich hasse Banditen. Egal, ob es jetzt Torloff, wie heißt der? Wie heißt denn der? Keine Ahnung, ich habe vergessen, wie der heißt. Ihr wisst, was ich meine. Also die ganzen Leute da, ne? Von dem alten Lager und so. Fisk und so. Die töte ich alles. Mir scheißegal. Es sind Banditen alles. Taurus. Das sind alles Banditen, Alter. Alle werden gekillt. Für die XP. Erstmal fange ich mit Esteban an. Also Esteban und, Halt, Freund! Mit, Noch. Mit Schläge. Komm her. Du hast. Fuck. Hä? Hey! I'm your friend, man. Erstmal Nase voll Geld, dann hast du eine Nase voll Geld. Ja. Mit dem Geld kauft man sich dann eine neue Nase. Damit man damit nochmal koksen kann, auf jeden Fall. Danach braucht man nochmal eine neue Nase, weil dann ist sie richtig durch, auf jeden Fall. Für richtig verschlissen. Any percent? Oder L Chapters? Oder Skips? Oder? Wie auch immer. Hey, du! Hey, du! Ich muss. Ja, das hat er wirklich gehabt. Gestärke und Geschick.
Ich will aber Einhand lernen. Ah, das kann der Dings mehr machen, ne? Der Dingsbombs. Das war doch schon vorher klar. No Flying Skips ist ultra einfach, ja. Da brauchst du dir keine Routen im Prinzip erlernen oder halt exorbitante Inventarmanagement, sondern das ist eigentlich wirklich easy. Und das ist nicht mal vergleichen mit die Nacht des Rahmens. Hey, du. Toll. Viel. Wegen. Ah, alte Steintafel. So. Einhand. Und Einhand. Du arme Wurst. Hast ja nicht mal Gold dabei. Ich werde einfach vom Morgen gedisst, der einfach Holz hacken muss. Ich werde einfach gedisst. Alter. Okay, diese Vollstrecke-Angst-Dings kann ich verkaufen. Junge, ich wurde richtig gedisst. Von mir erfährt keiner was. Oh Mann, okay. Komm bloß, pass mal, wenn ich... Gib... Ich bin ganz Lass deiner Meinung. Lass uns handeln. Ah. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Ich bin ganz deiner Meinung. Keine Ahnung, ich bin ganz deiner Meinung. Oh, scheißen Dreck. Hey. Hey. Bitte mach mir nicht noch meine Ansage, okay? Danke, Mann. In Zukunft musst du noch lernen. Hab mir jetzt Bloons für Steam gegönnt. Ah, nice. Nice, Mann. Wirklich. Geile Scheiße, Dude. So, Leute. 72% Einhand. Ich glaube, ich werde nicht mal auf Einhand gehen fürs Erste. Also, Meister gegen, ja, ist schon gut wegen Einhand, aber eigentlich ist Einhand jetzt echt crazy. Und wir sind sogar mit Zweihand fast auf Dingsbums, ne? Aber Leute, ich hatte gesagt, ich mache jetzt Schluss. Ich muss rendern gehen morgen, deswegen muss ich jetzt schon aufhören. Hat Spaß gemacht. 5 Stunden Stream. War sehr nice. War very, very nice. Hat Spaß gemacht. Wir sind eigentlich schon weit gekommen. Wir sind extrem stark geworden. Wir können aber noch stärker werden mit einer besseren Rüstung, bessere Waffe. Unsere Stats sind eigentlich schon crazy. Aber wir werden nächstes Mal so viel XP farmen in Jakin da. Das werdet ihr... Das wird einfach nur verrückt. Ohne Witz. Also Stufe mindestens 23, 24 muss es werden nach Jakin da auf jeden Fall. Mindestens.